Wir gewinnen 32-16 in Basinghausen nach, ich glaube, 16-8 zur Halbzeit. Wir spielen eine überragende Abwehr mit einem überragenden Torhüter Philipp Volkmann und hatten eigentlich nach 20 Minuten das Spiel total im Griff. Wir waren wirklich fokussiert, haben sehr engagiert gespielt, sehr aggressiv gedeckt. Muss man der Mannschaft ein Riesenkompliment machen in so einem Derby, in so einer Situation, wo wir auch sehr viel Druck hatten, so abzuliefern. Und wir freuen uns einfach überragend, mit 16 Toren in so einem Spiel zu so einer Phase der Saison zu gewinnen. 5 Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz oder vor Basche. Plus, sage ich mal, dass uns jetzt aus den letzten 3 Spielen, die wir sehr gut gemacht haben, Selbstvertrauen, lässt sich positiv in die Zukunft blicken. Von dem Spiel halte ich gar nichts. Bis auf vielleicht die ersten paar Minuten, in denen wir noch Handball gespielt haben, war es eigentlich ein komplettes Versagen der kompletten Mannschaft. Es war ja kein Spieler auf dem Feld, bei dem man gemerkt hatte, von unserer Mannschaft, ich will das jetzt. Ich will jetzt reißen. Es war egal, wer auf dem Feld gestanden hat. Ich habe alles ausprobiert.